das sitzt so gemütlich in der Küche. Ja, jetzt habe ich das Handy nehmen müssen, wo ich immer so ein bisschen gebotoxed ausschaue. Aber bei dem anderen funktioniert der Stöpsel im Ohr nicht. Und sonst hört man mich ja nicht mehr. Böse Zungen würden behaupten, das ist wurscht. Ja, jedenfalls habe ich mir jetzt gerade einen Keto-Cappuccino Amaretto gemacht, also den Löskaffee mit MCT mit drin, Amaretto-Geschmack. Wenn man jetzt auch Lust auf was Süßes hat, ist der echt geil. Also gestern habe ich mir den mit Wasser gemacht am Abend, mit heißen, also wie ein Cappuccino. Und jetzt habe ich mir da gerade, ja, ich weiß, falsches Fläschchen. Also vielleicht richtiges Fläschchen, aber anderer Inhalt. Jetzt haben wir da Mandelmilch reingemacht und das Pülverchen da. Ja, großartig. Großartig. Hoch das drübe Tässchen. Ja, übrigens, das da ist eine unglaublich geile Salami, gibt es beim Spar. Das ist meine Salamette ohne Haut und hat viel mehr Fett und viel weniger Kohlenhydrate als die ganzen anderen Kollegen am Markt. Jedenfalls möchte ich sagen, es fragen immer wieder Leute, ja, sie möchten gerne mal wieder Kartoffeln essen oder Süßkartoffeln oder ja, irgend so Gedöns halt. Und ja, ob das jetzt schlimm ist und ob man da wieder ganz von vorn anfangen muss, ja, nein, wahrscheinlich nicht. Also ich würde einfach empfehlen, dass man wirklich, wenn man sich jetzt entscheidet, dass man keine Ahnung, was Süßkartoffel isst, dass man vorher den Ketonwert nimmt und dann isst man halt sein Dingensen da und eine Stunde später nimmt man dann wieder einen Ketonwert. Ich würde halt bitte euch ans Herz legen, egal ob es jetzt ein Kartoffelsalat oder Süßkartoffeln oder sowas ist, dort sehe ich wirklich reichlich MCT-Öl drüber. Setze mal auf der sicheren Seite und wie gesagt, eine Stunde danach nochmal den Ketonwert nehmen. Es kann nämlich sein, wenn euer Körper auf die, schon adaptiert ist, dass ihr gar nicht aus der Ketose rausfliegt. Also das ist echt einmal zum Ausprobieren und das ist wirklich auch interessant. Für den Fall, dass man rausfliegt, ja mein Gott, dann trinkt man halt am nächsten Tag in der Früh einen gescheiten Bulli und dann ist man gleich wieder drin. Da geht auch die Welt nicht unter. Also da muss man jetzt nichts überdramatisieren. Also ich persönlich mache es nicht, aber ich bin ja kein Naschkab. Also es ist ja wie jeder Mensch unterschiedlich. Und wenn ich jetzt ganz schlimme Gelüste hätte auf eine Süßkartoffel, mit Sicherheit würde ich das auch genauso machen und würde das auch ausprobieren. Ja genau, und dann noch zum Thema Keto und Keto-freundlich. Das habe ich ja in einem Beitrag über Keto und Keto-freundliche Produkte gesprochen. Und da, glaube ich, war ich jetzt nicht ganz so ausführlich. Da habe ich eben gestern ein schönes Beispiel gehört und anhand von dem Beispiel kann ich euch das gut erklären. Und zwar können wir da sehr, sehr gut die Himbeeren nehmen. Zum Beispiel, man nimmt jetzt eine Handvoll Himbeeren, isst die, da wird man mit ziemlicher Sicherheit aus der Ketose fallen. Weil, obwohl Himbeeren ja ketofreundlich sind, du hast dann Fruchtzucker drinnen, du hast gar kein Fett dabei. Wenn du allerdings die Himbeeren nimmst und dann da eine Sahne drauf machst oder ein MCT-Öl oder, keine Ahnung, eine Creme aus Mascarpone und MCT-Öl, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit nicht aus der Ketose fallen, weil unser Körper eben auch zur Fettverbrennung das externe Fett braucht und gerade ein MCT-Öl ist ja auch sehr wirkungsvoll, es hilft dir auch Ketone zu bilden. Also wenn ihr jetzt einen ketofreundlichen Riegel vom Supermarkt ist, der hurra nur 2,5 Gramm Kohlenhydrate hat, aber ketofreundlich ist, dann empfehle ich euch wirklich, entweder eine Bulle dazu zu trinken oder eine Pfanne Öl zu essen, weil man kann nämlich, selbst wenn das Ding jetzt wenig Kohlenhydrate hat, wenn man Pech hat, aus der Ketose fallen, und das ist halt, ja, das ist halt schade. Also wie gesagt, da einfach drauf schauen, dass man da immer so sein Fett dazu nimmt oder dass man immer quasi eins griffbereit hat, ja, dann ist das eigentlich gar kein Drama. Genau, das würde ich nur sagen. Ja, jetzt nochmal hoch das trübe Tässchen auf uns. Hurra! Jetzt lasse ich wieder in Ruhe und wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Tschüss!